So, und da sind wir wieder. Musik jetzt ein bisschen leiser. Ja, das sollte passen. Sehr schön. Okay, hier der ganze Sand sieht natürlich super unnatürlich aus, was daran liegt, dass er unnatürlich ist, ne? Das ist klar. Die Kuh könnte man theoretisch auch schon mitnehmen, aber das lassen wir jetzt mal. Wir haben jetzt ein paar Pferde drin. Ich würde sagen, wir machen jetzt erstmal mit der Baumfarm weiter, ne? Bevor wir jetzt hier weiter Tiere reinholen. Ich weiß noch gar nicht, wie das dann im Endeffekt sein soll und so weiter. Wir werden den Tiere-Wohlfühlpark, glaube ich, noch ein bisschen anpassen hier und da. Auch mit diesen ganzen Erdwällen bin ich noch nicht ganz zufrieden. Das müssen wir uns mal überlegen, ob das so sein soll. Und ich glaube, die Antwort lautet nein. Aber das machen wir alles noch. Wir haben noch viel zu tun in dieser Welt. Von daher gehe ich auch nicht davon aus, dass wir bis auf Weiteres irgendwie, dass das Ende des Let's Plays irgendwie absehbar ist. Da haben mich ja auch schon Nachrichten erreicht. Also ta Folge 1000, denke ich mal, werden wir auf jeden Fall erleben. Und es gibt noch einige andere Dinge, die ich gerne machen würde, über die ich jetzt natürlich nicht sprechen möchte. Weil das soll ja auch immer noch eine kleine Überraschung sein. Aber es ist auf jeden Fall ein bisschen was geplant. Und insofern erwartet euch da noch einiges in diesem Let's Play. So, wie machen wir das hier? Ich habe übrigens herausgefunden, warum es in der letzten Folge im Nether so derbe geruckelt hat. Und stellt euch vor, wir hatten ja da ja die neue Version, nämlich die 1.19.3. Ja, und was ich da wieder falsch gemacht habe, war, ich habe Minecraft nicht mehr Speicher zugewiesen. Also der größte Anfängerfehler, den man eigentlich machen kann. Das habe ich jetzt hier nicht gemacht. Also hier ist es, ne, hier haben wir mehr Speicher zugewiesen. Insofern sollte es eigentlich flüssig funktionieren. Und bislang sieht es ja auch alles super aus. So, ein paar Mal ruckelt es allerdings. Ich weiß nicht, woher das kommt, aber gut. Ja, ich würde sagen, die Höhe hier ist gut, oder? Machen wir das auf diese Höhe. Machen wir auf die Höhe die Baumfarm. Ich denke, das sollte klappen. Wir können natürlich jetzt auch noch eine Erdriege wegmachen, aber ich denke nicht. Ich denke, das passt hier schon so. So. Ist das. Oh, ist das das Credit-Theme? Ich glaube, ne? Ich liebe dieses Theme, ey. Einfach richtig, richtig gut gemacht, muss man sagen. So, dann haben wir dazu. Hier das ganze Gras müsste eigentlich auch mal weg. Das macht man am besten hier mit Wasser einfach. Da geht das eigentlich immer ganz gut. Huch. Zack. Ja, gut. Das ist natürlich doof. Die Physik von Wasser ist in dem Spiel halt auch so eine Sache. Wenn das Wasser weiß, dass es irgendwo bergab fließen kann, dann tut es das auch immer. Und die Sonne geht unter. Wir sollten uns. Weißt du was? Wir sollten nichts. Wir bleiben einfach mal draußen. Was soll schon passieren? Ne, was soll schon geschehen? So, wir haben ein bisschen Zeug dabei. Ich würde ganz gerne mal ein bisschen Zeug hier in der Schulkörk-Kiste verbuddeln, zum Beispiel das Lesepult, das Banner, ey, das braucht doch kein Mensch. Trank der Regeneration, warum habe ich den überhaupt dabei? Die Äpfel brauche ich nicht, das Holz brauche ich jetzt erstmal auch nicht. Ich glaube, ich habe eine Idee habe ich noch, die eigentlich ganz gut wäre. So, ich gucke mal ganz kurz hier oben, wie wir das dann vom Weg her machen. Ich möchte jetzt mal absichtlich, ne, absichtlich nicht jede Gefahr wegschlafen, deswegen bleiben wir jetzt einfach mal wach und stellen uns den Zombies und Creepern und was auch immer da so kommt. So. Und zwar, hier ist ja unser schicker, schicker Weg, wo wir auch noch weiteren Kies brauchen. Der soll natürlich hier auch weitergeführt werden. So. Es ist sehr dunkel, ne? Finde ich auch. Da haben wir Stufen, da haben wir die richtigen Bruchsteine. So, machen wir es erstmal so. Und dann ist die Frage, wo wir den hinführen wollen. Wir müssen ja im Endeffekt dahinter kommen, ne? Irgendwie. Aber von mir aus auch wieder mittig. Das heißt, eigentlich kann es dann von hier so. Ja, also von hier so. Ich mach das mal so.
Und dich hauen wir mal mit der Axt, weil das Schwert hat ja, soweit ich weiß, Rückstoß und das ist so doof, dass das Rückstoß hat. Wir könnten eigentlich mal gucken. Es gibt doch mittlerweile diese Grindstones, womit man Verzauberungen irgendwo runter machen kann. Da könnten wir eigentlich mal schauen, ob wir da nicht das Rückstoß vom Schwert runterbekommen, weil es ist halt wirklich ein dummer Zauber, der meiner Meinung nach nicht wirklich viel bringt, ehrlich gesagt. Er verzögert nur den Kampf und im Falle von Skeletten ist es sogar kontraproduktiv, weil die einen dann halt noch besser treffen können, ne? Also ich bin kein Fan. Weiß auch nicht, wieso wir das auf dem Schwert haben. Wahrscheinlich war das noch. Ich weiß gar nicht, woher wir. Warum haben wir das drauf? Weiß das noch jemand von euch? Ich weiß es nämlich nicht mehr. Ich würde jetzt vermuten, dass wir irgendwann mal an den Zaubertisch gegangen sind und uns da halt bekommen haben, ohne uns das aktiv auszusuchen. Ich denke mal, dass das der Grund ist. Ich weiß es aber auch nicht. So, dich haben wir weggemacht. Dann müssen wir auch dich hier absensen wahrscheinlich. Das machen wir gerne. Was hast denn du in der Hand? Eine Schaufel. Ach ja. Gibst du uns aber nicht. Das ist natürlich fies. Oh, die Mucke, ne? Die Mucke. Hammer. Original Minecraft-Musik, ne? Falls ihr die nicht kennt, selber schuld, dann habt ihr wohl nie den Enderdrachen geschlagen. Das ist euer Pech. Hat ja bei mir auch lang genug gedauert, muss ich sagen. Muss ich ja zugeben. Bin auch nie auf die Idee gekommen, das zu machen. Bis ich irgendwann mal auf die Idee gebracht wurde von irgendwelchen YouTubern. So. Zack. Okay, das hier muss auch weg. Sehr schön. Das hier muss dann auch weg. Ja, und ich weiß nicht, ich meine, dieses kleine Ding hier, dieses Löchlein brauchen wir jetzt nicht unbedingt erhalten. Ist das schon okay, wenn das ebenfalls wegkommt. Das hier finde ich ziemlich cool, ne? Diese kleine Arena-artige Ausbuchtung. Das darf auf jeden Fall gerne bleiben. Das werden wir auf jeden Fall so lassen. So, und dann kommen hier überall Stäunchen hin. Hier würde ich auch ein bisschen wegmachen, dass man hier nicht so an der Erdwand langläuft. Packen wir hier auch noch ein bisschen was weg. Ich mache mal kurz Inventarpflege. Den ganzen Quatsch, den wir jetzt gerade nicht brauchen, in die Truhe. Fernrohr brauchen wir auch nicht momentan, dadurch, dass wir Optifine haben. Ist das ja eh obsolet. So, Enderman. Okay, wo ist unser Pferd eigentlich? Achso, das ist ja da drüben angeleint. Das ist gut. Da ist es sicher, einigermaßen. So. Huch. Alter. Diese Schaufel, wenn er auf Erde trifft, ne? Das geht immer so ratzfatz. Wahnsinn. Echt krass. Okay. Gut, dann schnappen wir uns die Werkbank, macht noch ein paar von den Stüfchen. Mache ich mal hier alles, passt schon. Werden noch welche brauchen, denke ich mal. Toll. Okay, und dann bauen wir das hier einfach mal weiter. Weiter. So, ich weiß nicht genau, wie wir das hier machen, aber wir werden es irgendwie. Ich glaube, wir machen es einfach so, ne? Machen es einfach so und dann muss das halt hier irgendwie runtergehen. Wie genau, weiß ich noch nicht. Das heißt, wir bauen es jetzt erstmal so einfach. Und dann machen wir es mal so. Oder? Was soll's? So, hier die beiden Bäume. Die können eigentlich stehen bleiben, aber wir machen sie jetzt erstmal trotzdem weg, kurz. Damit die Blätter decayen. Und dann können wir so von mir aus auch gleich wieder hinpflanzen. So. Oder so ähnlich. Ich habe nichts dagegen, wenn hier ein bisschen Wald ist. Ne? Das ist eigentlich ganz, ganz angenehm sogar. Finde ich ganz cool. So. Das machen wir mal alles zu. Muss ja niemand aus Versehen reinfallen. Niemand. Also ich nicht. So. Wir laufen ja dann hier auf der Höhe. Ne? Das heißt,
Hier würde ich auf jeden Fall mal ein Löchlein machen, dass man hier rein kann. So. Okay. Und dann brauchen wir hier Kies. Und hier kommt dann Stein hin. Sehr schön, sehr, sehr schön. Das kann man ja hier schon mal so, ne? So. Schön. Schön ist es. Ist einfach schön. So. Das machen wir jetzt einfach mal so. Huch. Manü. So, und dann sollte das Ganze passen. Dann brauchen wir, wie gesagt, nur Kies. Kies-Jandel und so, ne? Wortwitze, die ich noch nie gemacht habe. Genau, und eigentlich wollte ich mit euch auch über ein Thema sprechen, aber ich weiß gerade nicht mehr welches. Was hatte ich denn da so? Ich hatte wieder was aufgeschrieben auf meinen Themenzettel. Da sind wir doch. Interessante Themen, die ich mir hier aufgeschrieben habe. Eine Sache, auf die ich gerne nochmal hinweisen möchte, bevor ich hier irgendwelche Themen bespreche. Kommentare sind wichtig, Leute. Ne, also mir ist das jetzt hier aufgefallen während der letzten Folgen, die veröffentlicht wurden, zum Zeitpunkt der Aufnahme, was natürlich, wie gesagt, ein bisschen her ist. Kommentare sind echt eine wichtige Sache. Und es schauen einige Leute hier zu. Das freut mich auch immer sehr, dass hier noch nach wie vor Zuschauer dabei sind und sich dieses Let's Play anschauen. Finde ich sehr, sehr schön. Freut mich wirklich. Aber es ist super, super wichtig, dass ihr mir auch Feedback gebt, denn davon lebt das Let's Play so ein bisschen, kann man sagen. Dementsprechend, wenn euch irgendwas einfällt, es muss auch nichts Schlaues sein, sage ich jetzt mal, ne? Also es muss jetzt nichts sein, wofür man irgendwie einen Friedensnobelpreis kriegen könnte oder so. Blöd gesagt, aber ihr wisst, was ich meine, ne? Also, wenn euch einfach irgendwie gefällt, was ich hier mache, dann schreibt ruhig in die Kommentare, ey, Fritte, was du da gebaut hast, finde ich cool. Oder ihr schreibt, ey Fritte, was du da gebaut hast, finde ich nicht cool. Und es muss auch nicht, ne, also wie gesagt, ihr müsst nichts Sinnvolles in dem Sinne schreiben. Es muss auch nicht irgendwie so sein, dass ich sage, ja, nur konstruktive Kritik und blablabla. Nee, nee, schreibt ruhig. Also wenn euch was gefällt oder wenn euch was nicht gefällt, dann schreibt das ruhig. Und wenn es euch nicht gefällt, müsst ihr auch nicht dazu schreiben, warum es euch nicht gefällt. Das ist dann erstmal zweitrangig. Wir brauchen Kies. Haben wir Kies dabei? Wir haben bestimmt kein Kies dabei, oder? Natürlich nicht. Gut, dann holen wir uns mal Kies. Ups. Einfach einen Pfeil verschossen. Hoppala. Na, aber Kommentare sind halt unfassbar wichtig und ich merke das halt immer mehr auf YouTube allgemein, aber halt auch gerade hier in dem Let's Play, dass halt die Anzahl an Kommentare einfach sinkt und sinkt und sinkt. Und ich verstehe das, weil auch ich, glaube ich, einfach deutlich weniger Kommentare schreibe als früher. Aber es ist trotzdem natürlich nicht cool. So, die Dinger da oben wollte ich mir mal krallen, ne? Die habe ich ja gelassen, weil ich immer gesagt habe, oh nee, könnte man ja noch mal brauchen und so. Okay, die kann man einfach so abmachen, das ist gut. Da können wir nämlich noch einen Mangrovenbaum herstellen, beziehungsweise zwei sogar. Mangrovenkeimling. Sind hier noch irgendwelche? Irgendwelche Keimlinge? Hier sind noch Keimlinge, hier sind sogar mehr. Schweinerei. Ob über Wasser mehr Keimlinge auftreten als an Land? Oh Junge. Also irgendwie klappt das nicht so geil. Aber jetzt haben wir drei Stück. Das sollte ja erstmal reichen. So, und dann müssen wir mal gucken, ob wir Kies haben. Ich glaube ehrlich gesagt nicht. Aber gucken wir mal, ne? Diese Kakteen müssten vielleicht auch mal weg. Da haben wir auch noch einen Weg. Also wir haben so viel zu tun hier noch. Das ist so schlimm. Es ist gleichermaßen schlimm wie schön. Dass wir noch so viel vorhaben hier. Und wir nähern uns ja mit großen, großen Schritten, während ich hier labere, der Folge 900.
Auch das ist ein unweigerlicher Fakt. Und dann wird es ein Special geben. Ich habe mir aber überlegt, und das kann ich schon mal ein bisschen spoilern, dass es noch kein, also es ist kein super, mega Hype, was auch immer Special sein wird, sondern es wird ein ganz gediegenes Special sein. Ja, also wir werden einfach hier ein bisschen uns die Welt angucken, gucken, was in all der Zeit passiert ist, was wir gebaut haben und was davon, ja, was es so Cooles gibt. So, was wollte ich, Kies? Kurz mal den Brainlag überwinden.